Wisst ihr, was aber lustig ist? Guckt mal hier, ja, bei Leon wird angezeigt, irgendein random Video von mir. Das ist eigentlich passiert, dass nur, dass meine Videos in deinem Algorithmus sind, wenn man aufmerksam wirklich jedes Video schaut. Ja? Ja, der detailverliebte Boss hier. Jedes Mal, wenn ich ein Video hochlade, so nach 2 Minuten ist der erste Dislike da. Ja? Das ist dann für lange Zeit der einzige. Und dann pendelt sich das dann irgendwann ein bei ein paar Dislikes, ja. Und, Bruder, du hast recht, ja. Darunter ist noch eins von mir, hier, ja. Das ist das mit kuhntvhiphop.de. Digga, dankeschön, habe ich jetzt gar nicht gesehen, ja. Wisst ihr, was ich mal mache? Ich blocke Leon Lovelock mal für ein paar Tage auf YouTube, lade ein paar Videos hoch und dann gucke ich mal, ob dieser eine Dislike weg ist, ja. Denn ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass der Leon da in der Abo-Box campt, Junge, als ob es keinen Morgen gibt, ja, und dann den Marvin California hier den Daumen nach unten reindrückt, Junge. Ich habe gestern im Chat gesehen, hat mir einer geschrieben, dass der Marvin aus Texas kommt oder in Texas lebt und ich nenne ihn dann auch lieber Marvin Texas, weil ich, weiß nicht, verbinde mit Kalifornien so viele positive Dinge. Ja, der Leon Lovelock, der war natürlich hier schon 30 Mal in Kalifornien, ja, verbindet damit so viele positive Vibes, meine Freunde, ja. Der Leon Lovelock, der weiß, Kalifornien ist das Paradies auf Erden. Kalifornien, geil, ich will unbedingt dahin. Tupac, California Love, Muscle Beach, Santa Monica. Muscles natürlich auch on fleek in Kalifornien, ja, wunderschön. Hier, diese ganzen Sachen, das sind so viele schöne Sachen. Da will ich den Marvin Marv eigentlich ungern mit in die mit reinpacken und dadurch, dass er ja gar nicht in Kalifornien lebt, nenne ich ihn jetzt Marvin Texas. Kleine Späße natürlich an der Stelle. Bruder, wir verstehen das, dass das ein Spaß ist. Ja. Steuerfahndung und Kalifornien liebt ihn sicher auch bald. Wir reagieren heute auf ein Video von Marvin California. Der hat ein Video gemacht, Leon Lovelock verbreitet Unwahrheiten über KuchenTV und mich. Pinocchio it in man reaction. Okay, ich bin gespannt. Ich habe gestern schon so ein bisschen reingeschaut, muss ich ehrlich zugestehen, und es war... Das ist so affig, Alter, ja? Du hast das Video dir komplett gegeben, bevor du jetzt hier in deinem Livestream drauf reagiert hast. Ist doch auch gar kein Problem, das zu sagen, das zuzugeben. Das war schon bei dem Ding mit Cynic so. Das habt ihr mir später dann erst gesagt, das habe ich gar nicht in meinem Video erwähnt. Da hat er irgendwas gesagt, so am Anfang so... Ja, ich habe die ersten 2 Minuten habe ich mir schon mal gegeben und irgendwie eine Minute später hat er irgendwas gesagt, ja, ist es so und so, das sagen die noch später im Video. Ja? Also da hat er sich dann selbst verraten, Digga. Sei doch einfach real. Unnötiger Front von Leon Lovelock, völlig random gegen KuchenTV mit der gleichzeitigen Aufforderung. Ich würde mich sehr drüber freuen. Ja? Ja, war doch kein Front, Digga. Ich habe das ehrlich so gemeint. Für mich kam dieses Spiegel-TV-Ding, das war für mich kein vernünftiger redaktionell aufgearbeiteter Beitrag, sondern kam mir eher wie ein Trollvideo von YouTube rüber, wie von KuchenTV oder so. Also da stehe ich zu. Wenn, ja, ich sag da auch nicht, dass das ein harter Front war, aber du verdrehst hier einfach Tatsachen im TV-Straßensound-Interview, wenn du sagst, ja, da kommt so ein KuchenTV um die Ecke, macht ein Video, da kommt so ein Marvin California um die Ecke, da kommt so ein Cynic um die Ecke. Darum geht's doch einfach nur, Digga, ist das denn so schwer zu begreifen? Deswegen habe ich diesen Ausschnitt hier reingepackt, um halt zu zeigen, dass es nicht komplett beliebig war und dass es nicht komplett aus dem Nichts kommt, dass KuchenTV ein Video macht. Ich sag doch nicht gerade, dass das so ein brutaler Front war, wo dann der arme Tim nachts nicht mehr schlafen konnte. Mann, Alter. Maschallah, mach nochmal. Also, wie soll ich es denn noch erklären, Digga? Ist das denn nicht fucking obvious? Das könnt ihr mit mir nicht machen. Das könnt ihr mit mir nicht machen. Nicht auf nüchtern Magen, Leute. Nicht auf nüchtern Magen. Also nochmal an der Stelle, ja. Leon, das war jetzt hier keine sinngemäße, zitatgetreue Wiedergabe deines Statements. Aber du hast es in dem Interview so gesagt. Du saßt halt da, ja, ich bin nach Mexiko, ja, hab mich gefreut meines Lebens. Hab Zeit meines Lebens, die Zeit meines Lebens. Und dann kommen aus der Ecke, ja, Marvin California, KuchenTV und Cynic und droppen Videos gegen mich. Ja, nochmal für Leute, die wirklich sehr, sehr schwer von Begriff sind, ja, du hast das Wort random nicht gesagt, aber es ist sinngemäß das Gleiche. Also, sorry, ja, ich bitte um aufrichtige Entschuldigung, dass ich sage, dass du das random gesagt hast, ja. Du Fanboy! Du hast das Wort random nicht gesagt, du hast recht, du hast mein Statement hops genommen. Ich entschuldige mich, ja, sorry. Und wenn Leon hier sagt, ich werde emotional, dann ist das nicht,
dann ist es nicht, weil mir das irgendetwas bedeutet, weil ich hier irgendeine emotionale Bindung zu Leon Lovelock habe oder weil mich das emotional berührt, sondern weil ich einfach am Ende meines Lateins bin. Ja? Also das regt zum Verzweifeln an. Ich war 2 Jahre bei der Bundeswehr. Ja? Und bei der Bundeswehr lernst du Menschen kennen, da hast du nicht gedacht, dass die existieren, Alter. Ich habe wirklich Menschen kennengelernt, wo ich mir dachte, Bruder. Ja, aber das habe ich noch nicht erlebt, sowas hier. So, und ich merke aber, wie die Jungs mit ihren Emotionen voll drin sind. Das werdet ihr jetzt gleich auch noch sehen. Oh, das werden wir gleich noch sehen? Aber Bruder, du hast doch nur ganz kurz mal reingeguckt. Ja, was ist denn da? Hast du dir das Video doch komplett angeguckt oder was? Wieso werden wir das denn gleich noch sehen? Oder ist es vielleicht auch eine These, ja, die der Leon Lovelock hier aufstellt? Ja, der Leon Lovelock kann anscheinend in die Zukunft schauen, meine Freunde. Das wird hier gerade angezeigt. Ich muss das einmal, das muss ich jetzt. Aber ich komme immer noch nicht drauf klar, wie viele meiner Videos in seinem Algorithmus sind. Ja, also auch hier so ein Luciano Sheeran David, Never Know, Alter. Das ist uralt. Ja, also wenn dir uralte Videos von jemandem vorgeschlagen werden, heißt das eigentlich, dass du den Kanal wirklich aktiv verfolgst, Digga, ja. Private Chats mit mir nachgesprochen, also meine privaten DMs mit ihm geleakt, ja. Er hat die nicht in die Kamera gezeigt, aber er hat sie wortwörtlich vorgelesen, hat aber einige Sachen ausgelassen, ja. Naja, Dicker, nee. Ich hab das einfach nur vorgelesen zum Verständnis für meine Community an der Stelle. Also das... Leute, ey, also ich wiederhole mich jetzt nicht zum 20. Mal. Schaut mein Video, Leon Lovelock treibt mich in den Wahnsinn. Da habe ich das für euch nochmal erklärt, ja, was Leon Lovelock da ausgelassen hat, ja, wie Leon Lovelock das so suggeriert hat, dass ich mit ihm erst mich verbrüder und am nächsten Tag direkt wieder gegen ihn schieße. Schaut euch einfach dieses Video an. Ich habe keinen Bock mehr darüber zu reden. Wir hören einfach weiter. Die das so darstellen lassen, als ob ich mich mit Leon Lovelock vertragen habe und 2 Tage später gegen ihn geschossen habe, ja. Er hat da Tatsachen verdreht und dagegen habe ich mich gewehrt, indem ich auf seine Reaction nochmal reagiert habe und ihn da komplett auseinandergenommen habe. Auseinandergenommen hast du mich nicht, Bro, das kannst du nicht. Dazu bist du nicht fähig, Marvin, sorry. Ach, kommt, Alter, ich hatte mein Maul, Alter. Das Video habe ich mir gar nicht reingezogen, dieses erste, Leon Love. Das ist... Fake News, das ist eine dreiste Lüge, denn Leon Lovelock hat eine Story gemacht aus Mexiko, wie er sich genau dieses Video reinzieht. Das ist schon eine Weile her, Digga. Das war irgendwann Februar oder so. Warum tut der denn immer so, als ob der sich die Videos nicht reinzieht? Das ist doch keine Schande, Digga. Auf dem Laptop hat er sich das reingezogen und wollte damit so suggerieren, yo, ich guck das halt hier gerade, ja, und werde da drauf reacten oder sowas, ja. Ich meine, jeder Junge im heranwachsenden Alter träumt davon, mal auf einer Yacht mit 30 Models Party zu machen, so, ne? Und einfach alles rauszulassen, so. Und so eine Erlebnisse hatte ich gerade zu der Zeit zum ersten Mal, so, weißt du? Oder auch, ich meine, das ist jetzt sehr relativ stumpfsinnig, aber es ist von jedem heranwachsenden... Oh, mal was Stumpfsinniges von Leon Lovelock. Also jetzt bin ich mal gespannt, weil das kenne ich noch gar nicht, sowas. Wachsenden Typen ist das eine Art... Nein, nicht von jedem Mann. Das ist wieder natürlich, das bin ich so. Ich, für mich ist es auf jeden Fall so. Für mich war es damals schon so. Wenn ich sowas gesehen habe, ich wollte auch immer. 1100 plus Leute schauen nun diesem Schmock zu. Das kriegt echt nicht jeder hin, Marvin. Respekt. Ja, das zeigt auch wirklich, dass ihr wirklich hier wegen mir seid. Dankeschön dafür, ja, weil am Content kann es nicht liegen, ja. Aber ich glaube, dass so eine Jungs hier halt, dass die halt auch schon wirklich oft über mich auch nachdenken, mich im Kopf haben und so drüber nachdenken, okay, der Wichser so und was. Ja, der Wichser, oh. Ja. Also ich liege abends in meinem Bett, ja, wenn ich mal wieder nicht schlafen kann, da drehe ich mich im Kreise, ich rotiere unter meiner Bettdecke, ja, wenn ich hier gerade mit einer Dame zu Gange bin, ja, dann sie sich langsam auf mich legt, ja, mich mit zarten, aber doch bestimmten Bissen in die Halsgegend langsam anmachen möchte, mich antönen möchte, mich so richtig in Fahrt bringen möchte, sage ich ihr dann, nee, Baby, gerade nicht, nee, ich kann gerade nicht, ja, ich kann gerade nicht, weil ich denke gerade wieder an Leon Lovelock,
der Wichser. Ja. Und dann muss ich sie halt auch, das muss ich dann auch verstehen, Leute. Ja, da sind wir mal ganz ehrlich. Das geht vor. Das hat Vorrang. Ja. Empfehle ich eigentlich ungern, aber vielleicht auch mal die ein oder andere Tüte. Vielleicht CBD. Leon Lovelock hat schon diverse Videos gemacht, dass er auf Kiffen extrem hängen geblieben ist. Leon Lovelock Kiffen. Oder böse. Meine Psychose durch Drogenkonsum. Da geht es darum, dass der Typ mal extrem abhängig vom Kiffen war. Der Entzug vom Drogenkind zum YouTuber. Hier Cannabis, ja. Das Kiffen hat mich wieder eingeholt. Also ihr seht ja wirklich, der Mann hat seit Jahren damit zu kämpfen, diese Sucht unter Kontrolle zu bringen. Vor 2 Jahren, vor 3 Jahren, letztes Jahr, ja, Entzug 2.0. Und wir haben es ja gesehen, ja, im Musikvideo zur Sonne sitzt der Bruder da und raucht sich erstmal genüsslich eine Tüte. Und jetzt sagt er mir hier, ja, kiff doch mal ein, Digga, ja. Also man merkt wirklich, Leon Lovelock, das ist ein Mann, der zieht durch, meine Freunde, ja, der, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Ich sehe mich persönlich halt anders, als so ein Marvin mich sieht, und deswegen sagt der völlig komplett falsche Selbstwahrnehmung, aber ich nehme mich halt wahr, so. Lass es euch sagen, ich habe jetzt seit knapp 5 Monaten mit dem Kiffen aufgehört und kann nur Positives daraus ziehen. Sehr geil, André, sehr, sehr geil, sehr, sehr geil, sehr, sehr geil. Du nimmst mich nicht so wahr, wie ich mich wahrnehme, und dann ist es für dich eine falsche Wahrnehmung. Für mich hast du die falsche Wahrnehmung. Leon gibt null Kontra und stimmt allen. Geil argumentiert hier an der Stelle, ja. Also ich bin mundtot, meine Freunde. Ich glaube, bei Marvin ist es schon langsam den Fakt sogar ab. Weißt du, ich meine, der schläft abends, denkt sich, oh, Leon, der Bastard, dann, während ich irgendwo auf einer Yacht mit 30 Ullen. Alter, das ist ein Typ, ja. Also sind wir mal ganz ehrlich, der denkt wirklich, dass Leute vielleicht eine Antipathie gegen ihn haben, weil er auf einer Yacht mit 30 Eulen chillt. Also, Leon, ich weiß nicht, ob das für dich in Betracht gezogen werden könnte. Aber es gibt Leute, die haben Spaß im Leben, die erleben etwas und posten das nicht die ganze Zeit in ihre Insta-Story, um sich damit zu profilieren und sich damit wichtig zu machen und damit zu flexen. Ich weiß nicht, ob das in Leon sein Schädel reingeht. Ich habe darüber ein Gespräch heute erst gehabt, Alter, ja, über das Thema. Ist eigentlich lustig, dass das so, dass es thematisch passt. Ich habe mit Twizzy vorhin telefoniert, Digga. Da haben wir auch so darüber geredet. Twizzy ist auch einer, der definitiv nicht schlecht situiert ist, aber damit auch nicht flext, ja. Der flext damit nicht. Der hat ein echt geiles Leben, Digga. Lässt es aber nicht so nach außen hängen, ja. Und Leon Lovelock hat ja hier gerade erzählt, ja, nach 30 Jahren habe ich endlich das geschafft, was jeder kleine Junge sich immer gewünscht hat, auf einer Yacht mit 30 Eulen einmal, ja, zu chillen, und hat dann natürlich gleich 100 Stories gemacht, ja, um seinen Fans das zu zeigen. Kann man ja auch alles machen, ja, das ist alles auch schön, ja, wenn das so das ist, wofür du bekannt und geliebt werden möchtest, ja, ist okay. Aber bei mir ist es so, ich lasse das nicht nach außen hängen, ja, ich muss nicht alles teilen, ich muss nicht am Tag 30 Stories machen, weil ich das eigentlich geiler finde, wenn man mich für meine Persönlichkeit, für meinen Charakter feiert und nicht für meine Erlebnisse oder meine Statussymbole oder mein Flex. Da gibt es genug Spastis, die sowas machen. Das Thema ist halt aufgekommen, und da habe ich auch zu Twizzy gesagt, das erste Mal, dass ich so richtig fasziniert von so einer Herangehensweise war, ja, im heranwachsenden Alter, als mir erstmal so bewusst wurde, was Stefan Raab eigentlich macht. Leute, Stefan Raab ist dirty fucking rich, ja. Aber habt ihr den einmal gesehen mit teuren Klamotten oder einer teuren Uhr bei TV Total? Immer Understatement, ja. Understatement, down to earth, Alter, ja. Fand ich mega faszinierend, ja, dass der das nie raushängen lassen hat. Und genauso finde ich das cool, ja. Das ist geil, das ist geil. Das hat mich geprägt, ja. Inspiriert, alles, Digga, ja. Also Stefan, sowieso Legende, Digga, ja. Kriegt Gänsehaut nur, wenn ich über den Mann rede, Digga. Das ist einfach eine lebende Legende, Digga. Es ist so schade, ja, dass der Mann nichts mehr vor der Kamera macht, leider. Aber ja, das verstehen Leute, die so oberflächlich sind wie Leon Lovelock, nicht, ja. Denn wenn Leon Lovelock das alles beiseite macht, was bleibt ihm denn da noch? Nix, Digga, ja.
Leon Lovelock ist ein oberflächlicher Mensch ohne einen tiefschürfenden Charakter. Und deswegen kann man ihn nicht für seinen Charakter feiern, Digga. Ja. Leon Lovelock greift Phrasen links und rechts auf von irgendwelchen Motivationsvideos, die er gesehen hat in seinem Leben irgendwann mal. Ja. Und teilt das dann mit seinen Zuschauern, die anscheinend genau nach solchen oberflächlichen Sachen streben, ja, und das dann sozusagen feiern. Alles gut und schön, Digga, ja. Aber das ist nichts, womit ich mich identifizieren kann. André, danke für die 500 Bits, verdammt der Ehrenmann. Hey Leon, ich bin fast 25 und in der Lage, mir ein schönes Leben zu machen, ohne dass ich verschuldet bin, und dabei flexe ich lieber mit meinen Gedanken und meinem Charakter. Ich hoffe, er wird irgendwann erkennen, was wirklich Wert hat. Alter Bruder, lasst mal Liebe da für André, für diesen Real Talk, Alter. Ja, ich lese es euch gerne nochmal vor. Hey Leon, ich bin fast 25 und in der Lage, mir ein schönes Leben zu machen, ohne dass ich verschuldet bin, und dabei flexe ich lieber mit meinen Gedanken und meinem Charakter. Ich hoffe, er wird irgendwann erkennen, was wirklich Wert hat. Bruder, das ist absoluter Real Talk. Das ist absoluter Real Talk, Digga. Gerade so Leute wie Marvin California, die ja haben halt viel, also ein großer Teil ihres Lebens findet hier statt, online vorm Bildschirm. Und die Jungs würde ich halt gerne auch mal einfach ins echte Leben rein. Alter, haben wir es geschafft oder was? Ja? Skip oder was? Ja. Ey, danke Leute, danke, 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 danke. Dankeschön. Ach, Digga, lieber euch, ja, endlich. Ach, Digga, Digga. Ja. Erlöste den Mann. Ja, also Digga, das geht einfach noch über 10 Minuten. Ja, das, also danach sind wir alle reif für die Klapse. Sorry. Ja. Ich muss noch mal eins sagen. Ja, abschließend. Leon Lovelock suggeriert hier, ja, dass ich irgendwie neidisch bin auf ihn. Ja, was ja komplett geisteskrank ist. Der Mann ist verschuldet. Der Mann rennt weg vor seinen Verpflichtungen. Der Mann hat keine Partnerin. Der Mann hat kein gefestigtes soziales Umfeld. Der Mann hat kein Geld auf dem Konto. Ja, und das ist jetzt hier kein Flex oder kein Hörensagen. Dann hört mal das hier. Aber ich muss euch sagen, Freunde, ich habe gestern auf meinem Konto geguckt, gestern Morgen, und das hat schon so ein bisschen meinen Tag versaut, ja, wenn ich ehrlich bin. Weil ich da gesehen habe, was los ist. Ja, ne, was macht man, wenn man komplett blank ist? Da zieht man natürlich erstmal in ein neues Land, ja. In ein Land, wo halt kein Credit Score oder sowas ja, wichtig ist, vonnöten ist, ja. Nice, ja. Also wie gesagt, Leon suggeriert, ich bin neidisch auf ihn, ja, und denkt, dass er irgendwie weiß, was in meinem Leben abgeht. Junge, ich lebe deinen Traum. Ich lebe deinen Traum. Und das seit vielen Jahren, mein Freund. Ich bin seit nunmehr fast 9 Jahren in Amerika. Ich bin hierhin ausgewandert. Ich lebe deinen Traum. Ja? Also das Letzte, was ich bin, ist neidisch auf deine Existenz. Also es ist geisteskrank. Es ist einfach, es ist komplett geisteskrank, Leute, ja? Und wie man sich sowas aus dem Arsch ziehen kann, ist mir schleierhaft.